Ich glaube, es ist ein riesen Image-Schaden, wo vor allem eben beim einfachen Mann, sofern er weiss, dass die Schweiz überhaupt ist, einfach im Kopf bleibt. Auch wenn man zu Social Media schaut, das ist überall das Bildchen mit der Credit Suisse und der Schweizer Flagge. Das ist einfach, das gehört einfach zusammen. Und die Leute können nicht unterscheiden. Auch von der Schweizer Seite her, von der Finanzseite her, muss man sich schon Fragen stellen, eben, wie kann so etwas überhaupt passieren? Wie kann eine Grossbank einen Kredit geben, der Ausmaß, ohne wirklich eine Due Diligence zu machen, in einer detaillierten Form die Kredite zu prüfen, ob die überhaupt sustainable sind, die man zurückgezahlt werden kann, ob die Fischfangflotte, die man finanziert, wirklich überhaupt so viel Zunahme aus dem Meer holen, dass die Kredite wirklich entsprechend zurückgezahlt werden können. Von mir aus gesehen hat es das nie gehabt. Und wenn man dort ein bisschen mehr geprüft hat und ein bisschen genauer das Kleingedruckte oder das Details angeschaut hat, hat man vermutlich schnell mal festgestellt, dass das nicht ein sustainable Kredit sein kann. Und da ist schon die Bank sicher hauptverantwortlich. Ja, das ist aber natürlich eine Frage für die Verantwortlichkeit von so einer Bank. Also, eben, wie gesagt, wir reden von 2 Milliarden, ist für eine Credit Suisse ist nicht viel bis... Ja. Es ist Geld, aber es ist nicht überlebenswichtiges Geld. Bei uns sind 2 Milliarden praktisch die gleiche Preise, wenn man da die grösste Hängebrücke in Afrika baut. Plus die ganze Ringroad, da reden wir auch von 1,5 bis 2 Milliarden. Oder? Wichtige Infrastrukturprojekte. Das GDP ist glaube ich bei 10 Milliarden, das ist mehr als 20% von unserem jährlichen Einkommen. Aber das Volk auf der Strasse wünscht sich, dass die hier im Land verantwortlich sind, wirklich, also wirklich müssen zahlen dafür und dementsprechend auch in den Knast kommen, auf gut Deutsch sagen. Und hofft sicher auch eben, und das ist aber nicht innehängt, dass die internationale Gemeinschaft, und speziell jetzt eben die Kredite mit organisiert haben, die möglichst schnell einfach sagen, wir sehen unsere Fehler ein und wir tun das einfach abschreiben. Also wir sind wirklich in einer absoluten schrecklichen Situation gewesen. Das Land hat nicht mehr Medikamente kaufen, das Land hat nicht mehr wichtigste Güter kaufen. Die ganzen Zahlungen sind von der Bank, von der Zentralbank, sehr restriktiv gewesen. Das war eigentlich die erste grosse Auswirkung, der erste grosse Schock. Und natürlich nachher mit dem Schock hat sich eigentlich die Situation über fast 12 bis 18 Monate zeitverzögert erst davon entwickeln. Zuerst ist es dann makroökonomischer Teil jetzt nach Finanzen gehabt. Preise sind einigermaßen stabil geblieben, aber mit der Zeit natürlich hat das nachher das System verzögert, sich müssen ajustieren. Alle Importe sind wesentlich teurer geworden. Wenn man weiss, hier das meiste Gemüse, Fleisch, alles kommt aus Südafrika, also aus den umgehenden Ländern, hat sich das in der Zeit einfach verdoppelt. Das ist vom Automechaniker zum Restaurateur, zum Drucker, der einfach eben zum Teil der Drucker, der einen Regierungsauftrag hatte, nicht mehr da gesehen. Kopiergeschäfte, wo viele Kopien gemacht haben, oder wir und gedruckt haben, nicht mehr da gesehen. Es ist einfach alles weggebrochen. Das Land hat sich einfach in einen Überlebensmodus umgewandelt, wie man das nötig macht. Viele Investitionsprojekte sind ab, sie sind gar nicht mehr da gesehen. Da müssen wir darüber reden, das kenne ich in der Anzahl noch nicht.